So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Sergeant Pau hier am Start. Ja, Freunde, Freunde des guten Geschmacks. FIFA 18 Road to 1 Million Coins Video Nummer 9, meine Freunde. So weit sind wir schon beim 9. Video von FIFA 18 Retro Aufnahme. Ja, gut, wir haben natürlich jetzt wieder die Zeit, um Gegner-Update zu machen, machen wir auch gleich. Aber vorweg würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mich mit dem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen. Schon seid ihr in der Power Army, dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es bei euch klingelt, dann wisst ihr ganz genau, Sergeant Power ist am Start. Sergeant Power hat ein Video hochgeladen. Sergeant Power ist lost im Game. Und wenn ihr mal im Livestream dabei sein wollt, dann auf www.twitch.tv/xsdgdxpower oder den Link in der Videobeschreibung nutzen. Und wenn jemand ein Trinkgeld da lassen möchte, dann auf www.paypal.me/xsdgdxpower oder auch da den Link in der Videobeschreibung nutzen. Ja, meine Freunde, dann schauen wir mal. Unser Team ist ja korrekt. Verkauft haben wir natürlich dieses Basic immer noch nicht. Haben noch einen Tag, 12 Stunden Zeit und dann wird Skill einfach so abgeschmissen für ein paar Münzen. So, dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Squad Battles. Wir wollen unseren Gegner aktualisieren und nächstes Gegner-Update ist dann erst in 6 Stunden 29 Minuten möglich. Von meiner Seite her, bei euch ist es dann nicht mehr so lange. Ja, und dann spielen wir natürlich gegen das Schwächste, gegen Alex H. Haben wir jetzt hier mit 47 Chemie, dann haben wir Hamburg Fortuna mit 72 Chemie. Wir haben Neko Soccer mit 61 Chemie und wir haben Antenanados mit 100 Chemie. Nice. So, dann würde ich sagen, ohne lange Reden, gehen wir jetzt rein in das Game. So. Unsere Mannschaft ist eigentlich fit, genau. So, gehen wir rein. Wir spielen das jetzt so. Wir machen es wie gehabt. Ich schieße ein Tor. Dann mache ich einen Cut und dann sehen wir uns auch wieder an der Ende der Halbzeit wieder, der zweiten Halbzeit, wenn es dann 5-0 steht für mich oder 5-1, weil ich durch irgendeinen dummen Zufall wieder ein Gegentor bekomme. Aber jetzt schauen wir mal. Wir gehen rein, wir müssen das ganze Zeug hier überspringen. So, machen wir einen Anstoß hier, komm. Zack, zack. Gut, und ab geht's nach vorne. An den ganzen Gegenspielern natürlich vorbei. Und dann netzen wir ein und hier machen wir den Cut und wir sehen uns zu Ende der zweiten Halbzeit natürlich wieder. So, da haben wir auch schon wieder die letzte Minute erreicht. Nachspielzeit sogar. Total verpasst fast, weil ich ein paar Chips am Futtern bin und da nicht so darauf geachtet habe. Aber ja, trotzdem noch rechtzeitig drin gewesen, meine Freunde. Jo. So, dann haben wir das erste Spiel natürlich wieder mit 5:0 gemacht und 454 Münzen bekommen wir dafür. So, dann bekommen wir natürlich hier noch ein paar Punkte. Oh Gott, ist das weit zurückgegangen jetzt. Oder? Nee, halt. Nein, stimmt nicht. Wir sind ja Elite 2. Gut. Wir könnten vielleicht noch Elite 1 erreichen, aber da werden wir nicht bleiben auf Elite 1. Das weiß ich jetzt schon. So. Dann können wir jetzt rein ins nächste Game gegen Hamburg Fortuna mit 72 Chemie. So, dann gucken wir aber auf jeden Fall mal, ob wir Team Fitness haben wir. Gut, dann belassen wir es dabei. Dann spielen wir nämlich mit dem Team gleich weiter. Solange wir da hier eine Team Fitness haben, die wir nicht verkaufen können, können wir sie anwenden. Und genauso auch normale Fitnesskarten können wir auch anwenden. Genau. Gegner lassen wir im weißen Trikot. Machen wir es auch wieder. Wir ballern ein Tor. Und dann springen wir wieder ans Ende der zweiten Halbzeit. Gut. Gegner hat Anstoß. Gut. Ja, gehen wir den Ball. Er will nicht. Nimm du den Ball? Nein, er will auch nicht. Gehen wir den Ball. Er will nicht. Sie spielen heute mit einer Raute im Mittelfeld. In der taktischen Formation ist das ein 4-4-2. Auch wenn dann ist der draußen, dann ist es meiner. Die alte Kackbratzen. So. Gut. Michael Audro. Gut. So. Dann gehen wir jetzt schnell nach vorne. Wenn der uns vorbeilässt, der Hund.
Er fault mich. Er fault mich im Strafraum, der Knacken, Alter. Das ist jetzt wieder so ein Team, das einen dann angreift und einen nicht lässt, was nicht machen lässt, was man will. Und den hält er jetzt 100 Pro. So. Oh, er hält ihn nicht. Sehr schön. Da haben wir eingenetzt. Wir springen ans Ende der zweiten Halbzeit, meine Freunde. So. Natürlich wieder das Ende der zweiten Halbzeit erreicht mit 5:0. Und wie ich sagte, so ein pissiges Team. Also wieder dahinstellen. Standing Fake Shot machen. Es ist nervig. Aber wir haben es geschafft. Ja. So muss das. Meine Freunde. Nur so und nicht anders. So, das Spiel ist abgepfiffen. So, was bekommen wir? 436 Münzen. Sehr schön. Und natürlich ein paar Punkte obendrauf. 649 Punkte obendrauf. So. Wunderbar. Wir glänzen dann mit 2000, mit 20.000 Punkten. So, und dann haben wir natürlich gleich das nächste mit 61 Chemie. Gehen wir auch direkt wieder rein. Machen wir nicht lang rum. Halten wir das Video so kurz wie es geht. Wir gehen rein, machen ein Tor, springen wieder ans Ende der zweiten Halbzeit. Wie gehabt, meine Freunde, wie gehabt. So. Ach, der hat auch ein paar hier liegen, SBCs gemacht, der Kollege. Ja, die machen wir ja auch noch. Für uns ist wichtig, die Spieler aus der englischen Liga zu ergattern. Da kommt immer der Ball jetzt. Nervig. So, wir haben den Ball. Wir gehen schnell hier durch. Wir gehen durch. Laufen langsam und netzen ein. So, dann bis zum Ende der zweiten Halbzeit, meine Freunde. So, und schon wieder haben wir die letzte Minute erreicht von dieser Partie. Ja, die Woche geht langsam dem Ende zu. Die Squad Battles Woche. Na, mal schauen, was wir nächste Woche machen, um Münzen zu bekommen. Ja, kann man ja immer machen, so eine Woche Squad Battles, eine Woche Weltmeisterschaftsmodus. Können wir ja mal abwechselnd machen. Vielleicht auch mal beides zusammen. Gibt noch mehr Münzen. Ja, schauen wir mal. Wir kriegen jetzt 471 Münzen. So, dann bekommen wir natürlich wie immer Squad Battles Punkte dazu. 675 an der Zahl. Was, ja, sehr nice. 20.704 Squad Battles Punkte. Und das nur, wenn man das, ja, für nichts quasi, für nicht zu schwitzen. Wir gehen jetzt ins letzte Spiel des heutigen Tages. Van der Sar hat natürlich wieder mal keinen Vertrag mehr. Hauen wir gleich mal einen drauf. So. Und natürlich hat unser Van der Sar keinen Vertrag mehr. Hauen wir auch einen drauf. Schön. So, das war Lautrup, wo keinen Vertrag mehr hatte. So, wie steht es mit unserer, ja, Fitness? Kann man lassen. Müssen wir dann, ach so. Der Kollege hat auch keinen Vertrag mehr. Ja, dann muss man halt auch einen draufhauen. So, hoffentlich reicht das noch mit unseren Verträgen. Ich will vor der Million keine Päckchen öffnen. Obwohl, wir können ja dann noch Dings spielen hier, sag's mir doch, wo wir auch Verträge kriegen. Ach, jetzt wir machen das noch durch. So weit reichen noch die Verträge, bis die Woche rum ist. Bis alle Squad Battles rum sind. So, wir gehen rein. So, das sind auch die gleichen. Aber sogar gleich angeordnet fast, bis auf den Stürmer. Er hat nur einen Stürmer, ich habe natürlich zwei. So, komm, lass mich hier anstoßen. Jawohl. So. Und dann gehen wir gleich hier nach vorne. Auch wenn es nur der Berahino ist. Schön, wie der uns vorbeigelassen hat. So, und netzt das Ding ein. Stark. So, und dann springen wir natürlich wieder ans Ende der zweiten Halbzeit, meine Freunde. So, wir sind wieder am Ende angelangt der Partie.
Mit 15-0, wie immer. War ja nicht anders zu erwarten. Man braucht sich nicht anstrengen. So. Gut, dann bekommen wir natürlich wieder ein paar Coins. 466 Coins für diese Partie und natürlich noch ein paar Squad Battles Punkte. 684 Squad Battles Punkte. Gut, das lässt sich sehen. Na, ja, lässt sich auf jeden Fall sehen. Gut, dann glänzen wir mit 21.388 Squad Battles Punkte. Am Ende des heutigen Tages in 5 Stunden 16 Minuten ist natürlich das nächste Gegner-Update für mich. Wobei ich das dann morgen früh mache. Denn jetzt wird gechillt, jetzt ist die Zeit des Chillens angebrochen. Was heißt chillen? Ich muss jetzt dann natürlich die Videos, die ich heute gemacht habe, alle noch fertig rendern, um sie dann hochzuladen. Ja, geschnitten wird ja nichts, es kommt nur mein Intro und Outro ran. Und dann war es das auch wieder. Aber das dauert halt auch seine Zeit, bis er durchgelaufen ist. So, dann was haben wir jetzt? 42.774 Coins. Wir sind auf Level 7 mittlerweile. Was bekommen wir? Wir können dann noch hier diese extra Speicherplatz für eine weitere Mannschaft holen. Brauchen wir aber nicht. Wir brauchen Level 8, das sind noch ein paar Pünktchen bis dahin. Ich denke mal, morgen können wir das erreichen, Level 8. Jo. Und dann haben wir wieder unseren Münzenboost. Und dann gibt es noch mehr Münzen, meine Freunde. Ja, auf jeden Fall, nach 41 Partien, die wir gespielt haben, haben wir jetzt 42.774 Münzen. Klingt wenig, da ja auch die Squad Battles Belohnung von der letzten Woche mit dabei ist, wo wir nur 4 Spiele quasi gemacht haben, wo wir eigentlich nur die Wochenaufgaben schnell gemacht haben im ersten Video und ja, die Einsteigeraufgaben. Und jetzt sind wir ja richtig drin dabei, unser Team hier aufzubauen mit dem, was man noch bekommen kann. Und ja, meine Freunde, dann sind wir aber auch schon am Ende des Videos angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr mich mit dem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen. Schon seid ihr in der Power Army. Dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es bei euch klingelt, wisst ihr ganz genau, Sergeant Power ist am Start. Sergeant Power hat ein Video hochgeladen. Sergeant Power ist last im Game. Und wenn ihr mal im Livestream dabei sein wollt, dann auf www.twitch.tv/xsdgdxpower oder den Link in der Videobeschreibung nutzen. Und wenn jemand ein Trinkgeld da lassen möchte, dann auf www.paypal.me/xsdgdxpower oder auch da den Link in der Videobeschreibung nutzen. Ja, meine Freunde, jetzt bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer lasst euch nicht ärgern, nicht von dem Mann's Messen, wenn ihr schlafen geht, lasst die Hände über der Wette gespielt, nicht an euch selbst rum, lasst euren Partner und Partnerin machen, alles andere ist ekelhaft. Ich bin dann raus, wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream wieder. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.